So Leute, wie ihr seht, ist einer wieder von den beiden hinter mir. Hier liegt aber schon der erste, den hatte ich gerade schon geschlagen. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Und schaut's Logo. Also da kam jetzt tatsächlich ein Skelett gerade in der Zeit, wo ihr das Logo geguckt habt. Und das war's, ich habe es geschafft. Endlich sind die zwei weg. Ja, ich habe es jetzt geschafft sozusagen. Naja, das war aber schon anstrengend, ne? Aber ich habe hier ein Skelett gerade noch gehabt, während ihr das Logo geguckt habt. War natürlich ein bisschen im Stress, weil, jetzt kam dieser und dann noch ein Skelett. Und ja, da habe ich dann gedacht, okay, jetzt musst du gegen zwei kämpfen. Aber nein, das war tatsächlich nicht so. Das Skelett greift dann diese komischen Viecher an. Also es wäre schon interessant. So, von hier sind wir gewesen, ne? Also hier habe ich eben mich auf den Weg gemacht, hier Dingens abzubauen, ne? Sag schon. Kupfer abzubauen oder Kupfererz abzubauen, ne? Und dann kamen die halt, ne? Das Blöde ist jetzt wird es gerade wieder Nacht, ne? Ich glaube, wir müssen jetzt gucken, dass wir vielleicht hier zu unserer Unterkunft da oben kommen. Bringt jetzt so nichts, ne? Ich laufe mal schnell zurück und schlafe da eine Runde, weil wenn es hier dunkel wird, komme ich auch nicht weiter. Wir können ja mal. Ne, das ist zu weit, oder? Das Wasser, ist das zu weit weg oder nicht? Ja. Machen wir das. Die Spitzhacke weg und machen wir besser. Sag schon. Die Axt. Hier ist jetzt der Turm, aber da ist ja nichts mehr drin. Was ich gerade mache, ne, hier ist der andere Wald, das heißt, hier gibt es kein Zinn. Das, was es hier auf jeden Fall gibt, sind Nixen. Aber wir haben ja gesehen, dass wir von den Nixen diese Schwänze jetzt doch noch brauchen, ne? Da können wir mit kochen. Gut, jetzt ab ins Bett. Schauen wir mal, dass diesmal keiner hinter uns ist. Oh, ich höre schon wieder wen. Okay, den haben wir auch. Passt erstmal, ne? Da war noch ein blaues Auge da hinten, oder? Oder ist eine Distel? Könnte auch eine Distel sein. Gut, das heißt, wir gehen hier hin, wo unser Feuerchen brennt. Unsere Fackeln. Das Feuer brennt tatsächlich nicht, aber wir werden mal gucken, dass wir hier schlafen können. Ah, das Feuer müssen wir anmachen dafür. Dann müssen wir da Holz reinpacken. Dann schauen wir mal, ob die Nacht hier geht. Es sieht aber so aus, ne? Gut, träumen wir was? Du fällst in einen tiefen Schlaf und träumst nur von der Dunkelheit. Ja, das ist schon mal gut. Okay. Gut, das war's. Ich fühle mich ausgeruht, ja. Tag 56 ist angefangen. Der Morgen ist hier schon zugange. Was ist das? Ein Barsch. Der ist an Land gesprungen. Auch interessant, ne? So, jetzt ist dann die Frage, wir können, hier ist doch schon der Wald, oder? Das heißt, wir müssten hier auch Zinnvorkommen finden können, oder? Das ist doch hier schon der düster Wald, ne? Na, da komme ich nicht hoch. Warte mal, ist hier schon ein Vorkommen? Zinnvorkommen, da ist es doch schon. Vielleicht sollten wir das passende Werkzeug dafür rausnehmen, ne? Kommt wer? Ne, ich glaube nicht. Ist das auch noch eins? Ja. Ist das auch noch eins? Nein. Können wir hier am Rande mal gerade schauen. Da. Ja.
Sehr schön. Jetzt müssen wir nur gucken, wie das mit dem Übergewicht ist und so. Und den Pilz müssen wir ja auch gerade essen, ne? Ah, 276, das ist nicht mehr viel. Da vorne ist noch eine Hütte oder was? Ist da wer zu Besuch? Wohl nicht, oder? Ne, da war nix. Kommt irgendwo wer? Oh, das geht ins Wasser. Komm, wir gehen zum Kupfervorkommen und gucken, dass wir da noch was kriegen. Okay, hier haben wir nochmal das Schild. Das ist wahrscheinlich das gleiche wie immer, oder? Ah. Wo kamen die denn jetzt weg? So, jetzt will ich noch mal lesen, was auf dem Stein steht, ne? Das hätte ich gerne in Ruhe getan, ne? Seid gewarnt vor Grazbären, die versteckt in den Schatten leben. Doch ohne Seele sind sie geworden. Aus Verfall und Regen springen sie wie Pilze aus dem rauchenden Boden. Ihr Haus sind leer und ihre Lippen stammen auch. Die Furchtlosen sollten von ihnen zittern. In der Erde verrottet entsteht eine Zyste, die Felsen, Holz und Moos anzieht. Sie formt Torf zu Fleisch, Flechte, Schilf zu Knochen und macht Dumpen zu Haut. Wenn die Nacht anbricht, läuft das, was nicht leben sollte. Sollte wer auch immer diesen Runen liest, ein Schwert zur Hand haben, so spieß es auf und schneide es in die Zyste aus dem lödrigen Körper. Oder lass dies, wenn diese Flammen fürchten, die lodernden Flammen spüren. Okay. Baumstamm. Hier sind jetzt Dingens, wie heißt es? Ah, da ist schon einer. Ich hoffe, die hat mich noch nicht entdeckt. Ach, wir müssen mehr nach Inland rein. Ja. Nee, das war die gleiche. Gut. Ah, hat der mich erschrocken, der Himmelhund. Nixon-Trophäe auch noch nicht gehabt, okay. Komme ich hier hoch? Nee, ne? Ist das Kupfer? Ne. Da ist auch kein Kupfer. Komme ich den Berg hoch? Oh, ist ganz schön hoch hier. Ich glaube, hier war ich schon mal oben, ne? Irgendeine Folge vorher, oder? Oh, ich könnte was zu essen vertragen. Okay, das heißt, das fehlt und das fehlt. Wie viel haben wir denn? 11 Zinn haben wir und Kupfer haben wir 6. Das ist ein bisschen wenig. Was sagt's Gewicht? Ja, nicht mehr viel. Da hinten sieht es nach Nebel aus, oder? Ach so, hier ist die andere Kammer, oder was? Ja, gut, wir gehen aber erstmal zum Zinnvorkommen, Kupfervorkommen. So, hier ist das Kupfervorkommen. Jemand in der Nähe? Ich glaube nicht, ne? Hier habe ich schon angebissen. Ne, da müssen wir das andere Werkzeug rausholen für. Das macht natürlich so viel Krach, dann kommen alle, ne? So, jetzt liegt da schon eins. Das heißt, ich muss irgendwas wegschmeißen. Das sind zum Beispiel die Steine. Weil die sind mir nicht so wichtig. Den Karren, den bräuchten wir, aber ich weiß gar nicht, wo der ist. Der stand schon mal nicht mehr in unserem Lager, ne?
Jetzt mal Steine aufgenommen wieder. Nochmal reingucken, den Stein können wir wegschmeißen, den brauche ich nicht. Jetzt haben wir 10 Erz. Fertigkeiten verbessert, Spitzhacke, aber die ist gleich kaputt. Okay, und dann ist wieder was wegzuschmeißen und wir haben das da hinzugefügt. Gut. Stein hinzugefügt, was ist das? Ist da noch mehr? Oh ja. Okay, aber da liegt es noch. Stein wegschmeißen. Stein wegschmeißen. Stein wegschmeißen. Stein wegschmeißen. Aber er nimmt den Klumpen nicht auf. Holz noch wegschmeißen. Jetzt hat er das aufgenommen. Vielleicht kriegen wir noch mal. Ah, warte, da ist noch ein Vorkommen. Und, oh, warte, da oben liegt noch erst was. Das will ich doch noch aufnehmen hier. Du trägst zu viel. Dann lass uns gucken, was wir noch wegschmeißen können. Das hätte ich hier gar nicht mitnehmen müssen, ne? Vielleicht komme ich aber mit dem so weit. Voran noch. Ne, sieht nicht so aus, ne? Das wird ewig dauern, bis ich dann im Ziel bin, oder? Laufen kann er schon mal gar nicht. Schaffe ich wenigstens bis zu unserem Bauernhof? Na, jetzt ist die Ausdauer schon weg. Was schmeiße ich weg? Das brachte aber nichts. Das will ich nicht wegschmeißen. Das könnte ich noch wegschmeißen. Das ist 12. Das ist jetzt doof. Das hat nichts gebracht, ne? Hätte ich hier auch nicht mitnehmen müssen, ne? Haben wir wieder gepennt. 310. Ich glaube, es bleibt mir nichts anderes über, wie hier was von wegzuschmeißen. Ja. Den musste ich leider wegwerfen. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt weiter. Zurück zur Heimatbasis. Ja, ist das hier auch Kupfer? Nein, ne? Nee. Gut, das bedeutet, wir gehen zurück. Ich entlade alles und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann im Lager wieder, wenn man den Amboss baut, ne? Würde ich sagen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.